stark. Es war so einfach, aus dem Alltag auszubrechen. Wir müssen noch einmal im Hallenbad querschwimmen. Wir müssen noch mal jemanden mit der Frage überraschen. Hey, hast du einen Zug genommen? Aus dem Alltag ausbrechen. Wir müssen noch mal verkehrt durch einen Kreis fahren. Ein Polizist anhupen, für das Rehm aus dem Weg geht. Im Kleiderladen mal ganz imposant den vollen Preis zahlen. Aus dem Alltag ausbrechen. Wir müssen noch mal mit dem Nachbar reden. Hey, hallo, ich will mich kurz vorstellen. Ich bin dein Nachbar von nebendran. Ist so ein herziger Leberfleck, der ist mir noch gar nicht aufgefallen durch das Fernrohr. Wir müssen noch mal erfassen nach durch all die Konfetti mit dem Laubbläser. Die Dentalhygienikerin einschlafen oder zusammen die Zahnseide verhäkeln. Wir müssen noch mal Deckel vom Tintenkiller vertauschen und einem Kind zuschauen, wie es mit dem falschen Ende im Aufgabenheft rumkillert. Ich habe drei Kinder, darum stehe ich so gerne auf der Bühne. Die Bühne ist der einzige Ort, wo ich mal 5 Minuten am Stück reden kann, ohne dass mich jemand unterbricht. Ohne dass mich jemand holt oder beißt oder etwas Unmögliches zu mir sagt. Und dauernd hat irgendein Geburtstag, wo immer muss irgendeinen Kuchen mitgeben für die Schule, in die Tagesschule, in den Kindergarten. Ich sammle dann all meine kreativen Kräfte. Ich gehe ins Coop und kaufe einen Himbeerrouladen. Papa, ist das dein Ernst? Soll das meine Geburtstorte sein? Musst du, dass meine Schulgespendli mich bemitleiden? Also frage mich, wie man so aus einer Himbeerrouladen etwas selber gemacht macht. Hauen zweimal drauf, damit die perfekte Form verliert. Raffeln Würfelzucker, um einen ganzen Touch von Staubzucker zu geben. Gussgussreste vom Znachtdünkli in Meierlikör und formen daraus so herzige Marzipansäule. Und weil ich keine Smarties habe, nehme ich Aspirintabletten. Aus dem Alltag ausbrechen. Einmal haben wir so ein Parkbänkli gekauft, so ein grün gestrichenes Bänkli, wie man es in Bern überall sieht. Und dann haben Kollegen und ich das Bänkli im Rosengarten hergestellt, sie abgehockt und gewartet. Und als eine Polizeipatrouille durch ist, sind wir aufgegumpelt, haben das Bänkli geschnappt und sind abgesäckelt wie zwei Panzerknacker mit einem Tresor. Als uns Polizisten eingeholt haben wir unschuldig geschaut. Ich habe untertänig die Quittung aus dem Gartencenter hergekommen. Und das haben wir jetzt so manchmal wiederholt, bis die ganze Schmier zu Bern gewusst hat, dass das Bänkli mir gehört. Und jetzt haben wir angefangen, städtische Bänkli abzuschleppen. Ganz unbelästigt vor der Polizei. Ein Polizist hat sich für uns am Zeitglocken sogar furchtlos im Verkehr entgegengestellt und uns mitleidig übergewunken. Ausbrechen aus dem Alltag. Aber ich bin mir meinen Alltag gewöhnt, sagt er. Aber mit Gewohnheiten muss man spielerisch lernen umgehen. Die tun ja ganz gewohnheitsmässig einen Baum pflanzen, wenn ein Kind im bekannten Kreis geboren wird. Warum nicht mal, wenn ein Baum stirbt im bekannten Kreis? Ein Kind fällen. Geht mal an euer nächstes Vorstellungsgespräch und dann fragt ihr den Typ von den Human Resources. Und, wo siehst du dich in 10 Jahren? Der Mensch wird geboren, verlebt seinen Alltag und stirbt. Das ist nun mal so. Nein, das ist vielleicht eben überhaupt nicht so. Das mit dem Sterben. Fragt mal einen Wissenschaftler. Der wird euch sagen, dass jeder Mensch sterben muss. Das ist nicht bewiesen. Alles, was man sagen kann, ist, bis jetzt war das so. Vorletzt bin ich ins Migros, direkt an die Kasse, habe den Trennstab auf die Förderbank gelegt. Und sonst nichts, weil ich den Trennstab kaufen wollte. Die Frau an der Kasse hat den Trennstab auf die Seite getan. Ich habe ihn wieder hergetan. Sie tut ihn auf die Seite. Es wäre ein relativ kurzwilliger Nachmittag geworden, wenn sie nicht gesagt hätte. Jetzt hört mal, junger Herr. Irgendwo auf dieser Welt fängt gerade ein Krieg an. Wir müssen zusammenhalten. Merci vielmals. Der Christoph Simon!